Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute mal ein Video der etwas anderen Art. Und zwar habe ich ein tolles Geschenk von YouTube selbst bekommen. Und das wollte ich euch einmal genauer vorstellen. Es ging sich darum, es gibt diese Aktion High Five. Da konnte man sich anmelden. Und eigentlich ging es um ein größeres Creator-Treffen in Berlin. Und die Teilnehmer dazu wurden halt ausgelost. Und alle, die an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben, kamen zusätzlich in diese Verlosung für dieses Präsent hier, was limitiert ist auf 1000 Stück. Ich vermute mal, diese Limitierung von 1000 Stück bezieht sich nur auf Deutschland. Aber wenn man überlegt, wie viele YouTuber es alleine in Deutschland gibt, dann ist es trotzdem ziemlich geil zu wissen, dass ich einer von den 1000 bin, die hier gewonnen haben. Ja, und worum geht es eigentlich? Also, das Geschenk wurde mir so zugeschickt in einem schönen Karton, made in China. Dann 12 Volt mit 6 Watt. Und jetzt kann man schon erahnen, worum es geht, beziehungsweise hier kann man es schon sehen. EU-Plug ist auch wichtig. Aber packen wir das Ganze endlich mal aus. Es erwartet uns hier noch ein kleines Kärtchen. Da stehen dann halt nochmal die Details dazu drauf von dieser Lampe. So, und so schaut das gute Stück aus. Der Play-Button von YouTube. Ich bin noch sehr, sehr weit davon entfernt, jemals den richtigen Play-Button zu bekommen. Aber umso cooler finde ich es natürlich, jetzt diese Lampe bekommen zu haben. Hier innen drin ist dann nochmal so ein kleines Schrieb, was aber leer ist. Es steht eigentlich nur YouTube drauf und halt ein Symbol dieser Lampe. Jetzt würde ich sagen, wir bauen das Ganze mal zusammen. Ein sehr stabiler Fuß, muss ich übrigens sagen. Machen wir es so rum, dann haben wir den Schalter vorne. So, einfach da reinstecken. Dann machen wir uns noch den Strom dran. Verbirgt sich darunter mehr? Nein, dann können wir das hier schon mal wegräumen. So, das Ganze ist ordentlich verkabelt alles. Kleiner Stromstecker ist direkt dabei. Ist ja heutzutage auch schon etwas Außergewöhnliches, wenn direkt ein Stromstecker dabei ist. Dann geben wir dem Ganzen mal etwas Saft. Jetzt wäre die Lampe scharf und hier vorne ist dieser Taster. Es gibt auch nichts außer eben diesen einen Taster. Den drücke ich jetzt einmal und schon ist diese wunderschöne Lampe an. Man kann es auf dem Video jetzt leider nicht erkennen. Ich kann mal kurz das Licht ausschalten. Vielleicht wird es dann besser zu erkennen. Ja, also ganz klar die Symbolik des roten Rahmens sowie des weißen Dreiecks. Jetzt schaue ich mal, ob man die Lampe irgendwie noch ausschalten kann. Ah ja, genau. Ganz kurz antippen, dann geht sie an und aus. Aber man kann sie auch dimmen. Das finde ich sehr geil. Jetzt ist sie in der dunkelsten Stufe. Jetzt schaue ich mal, wie ich die wieder hell bekomme. Ah ja, genau. Einfach nochmal drauf drücken. Ja, super geil. Finde ich ultra schön. Ist halt echt ein starkes Geschenk, wenn man überlegt, limitiert auf 1000 Stück. Gut, ich gebe da jetzt nicht so viel drauf, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Limitierung halt eben wirklich nur auf Deutschland bezogen ist und dass es dann auch mehrere solcher Aktionen gegeben hat. Ich gebe euch doch mal schnell die Maße durch. Also die Lampe selbst hat eine Breite von ungefähr 17,5 cm, eine Höhe von, ich messe es so rum, das ist einfacher, eine Höhe von 12,5, ja knapp 13 cm, also ungefähr DIN A6 würde ich jetzt mal sagen, plus der Ständer, der noch dazu kommt. Und das Ganze sieht halt so optisch echt schön aus, wird bei mir auf jeden Fall in den Hintergrund kommen, wenn ich dann irgendwann mal wieder anfange, Videos zu machen, wo ich selber auch etwas mehr drauf zu sehen bin, als wie immer nur meine Hände bzw. meine Arme. Ja, so viel zur Lampe von YouTube. Also, wenn ihr selber auch Creator seid und ihr bekommt diese Mail, das ist im Endeffekt eine Werbemail gewesen. Es wurde für einen Kaffeelieferanten oder Kaffeeproduzenten oder Kaffeevertrieb geworben. Aber eben dieses Gewinnspiel war auch dabei. Und ja, ich will euch jetzt nicht dazu animieren, bei Gewinnspielen teilzunehmen. Ich habe es gemacht. Ich hatte das Glück zu gewinnen. Es war übrigens keine Kosten damit verbunden. Also auch der Versand war natürlich kostenlos. Das Ganze wurde mir aus England zugeschickt, wurde per Royal Mail
zugestellt. Ich hatte mich schon gewundert, weil ich die E-Mails bekommen hatte, dass ich ein Paket aus England erwarte, eben über Royal Mail, und hatte mich die ganze Zeit gefragt, was ich denn bestellt haben könnte, was aus England kommt. Ja, und siehe da, es war tatsächlich die Lampe. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, die zu bekommen, eben weil die Stückzahl ja doch offiziell begrenzt ist. Ob das jetzt nun wirklich 1000 Stück sind oder ob es insgeheim tatsächlich 10.000 sind oder so, weiß ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite finde ich es gut, weil ich veröffentliche meine Videos halt ausschließlich auf YouTube. Also ich bin auf keinem anderen Portal unterwegs, außer bei Instagram, wo ich noch Fotos mache. Aber ich bin halt nicht bei TikTok, Twitch oder was es sonst noch für Alternativen gibt. Und ja, deswegen macht mich das stolz, dass ich so die Firma, das Unternehmen auch ein bisschen repräsentieren kann, weil immerhin kommt ja etwas Geld dabei rum. Ja, so viel zur Lampe. Mir persönlich gefällt sie. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es viele, die die dann auch bei eBay verkaufen. Ihr könnt einfach mal Ausschau danach halten. Bei Amazon glaube ich jetzt weniger, aber vielleicht auch bei eBay Kleinanzeigen oder bei Markt.de oder bei irgendwelchen Portalen. Wenn ihr also so eine Lampe haben wollt, dann schaut einfach mal danach. Ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die die Lampe selber gar nicht behalten wollen, weil sie vielleicht auch einfach gar keinen Platz dafür haben und die dann günstig veräußern. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Heute nur kurz und knapp, um euch eben mein kleines Geschenk mal zu präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.